Kennst du das? Du bist in Gesellschaft deiner Freunde oder eben mit deiner Familie zusammen und du hast allen Mut zusammengenommen und du sprichst über deine Erkrankung. Und dabei stellst du fest, dass die Menschen entweder Irrtümer oder total falsches Bild über deine Erkrankung im Kopf haben. Deshalb geht es heute um Irrtümer und Missverständnisse, um komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ich bin Gabriela, psychologischer Berater und Business Coach und freue mich auf dich. Heute werden wir drei Irrtümer bzw. falsche Bilder in den Köpfen angehen. Und der erste Irrtum, was ich ausgesucht habe, ist, dass Menschen denken, dass komplexe posttraumatische Belastungsstörung eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung ist. Da gibt es aber ganz große Unterschiede. Und zwar, eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung kann nur durch Entwicklungstrauma eben entstehen. Das heißt, dass wenn wir entweder schon bereits vorgeburtlich, beziehungsweise dann, naja, noch im Bauch der Mutter und danach eben bis, man sagt, bis zum, ja, Schulalter, beziehungsweise bis zum 18. Lebensjahr, dass Traumata auf uns eingewirkt haben, währenddessen unser Gehirn und unsere verschiedenen, ja, Fähigkeiten entwickelt waren, wir diese Traumata erlebt haben, dann kann ein Entwicklungstrauma oder ein Komplextrauma bzw. auch ein Bindungstrauma entstehen. Und wenn man diese Traumata nicht rechtzeitig und adäquat eben auch therapiert und behandeln kann, dann können Symptome von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung entstehen. Diese unterscheiden sich zu Symptomen von PTBS, also von gewöhnlichen posttraumatischer Belastungsstörung, in dem, dass die Veränderbarkeit, vor allem das, die Veränderbarkeit von diesen Symptomen häufig nicht so erfolgreich ist, wie eben in einem Erwachsenenalter erworbene posttraumatische Belastungsstörung. Wann entsteht überhaupt sowas? Ein Trauma ist ja immer eine Einwirkung, ein ganz außergewöhnlicher Stressreiz auf unser Nervensystem, wobei wir so ein bedrohliches Gefühl hatten, wo es um existenzielle Ängste ging. Dafür ist jetzt ein ganz aktuelles Beispiel natürlich der Krieg in der Ukraine. Das geht ja um existenzielle Ängste, das geht tatsächlich um Leben und Tod. Und im Kleinkinder- oder auch noch im Jugendalter, solange wir abhängig von Bezugspersonen leben und wir durch diese Bezugspersonen entweder missbraucht oder misshandelt oder vernachlässigt werden, dann erfahren wir genau ähnliche bedrohliche Gefühle und auch, ich sage mal, ganzheitliche Körpererfahrungen und Zustände, wie zum Beispiel eben im Krieg. Der ganz große Unterschied ist es, dass während der Entwicklung von unserem Gehirn, also währenddessen, dass unsere ganze Persönlichkeit und verschiedene Funktionalitäten, kognitive, aber auch emotionale oder funktionale, also physiologische Fertigkeiten entwickelt haben, dass werden wir während dieser Zeit diese extreme Einwirkungen hatten, dann sind diese Fertigkeiten und Fähigkeiten beschädigt. Und je früher wir diese Einwirkungen hatten, umso massiver sind natürlich die Folgen, weil gerade anfangs, schon bereits im Mutterleib, dass unsere wichtigste Ebene von unserem Nervensystem, das Stresssystem, entwickelt wird. Und wenn das Stresssystem Schaden erleidet,
dann geht danach sozusagen alles schief. Gleich als Antagonist zum Stresssystem entwickelt sich auch unser Beruhigungssystem. Das heißt, ja, wie kann ich mich, gerade wenn etwas Stressiges, also von außen oder dann später von innen, aber solche Reize entstehen und mir einen Stress bereiten, wie kann ich mich beruhigen? Wie kann ich mich wieder regulieren? Und da leuchtet es sicherlich ein, zum Beispiel eben Selbstregulation oder auch Emotionsregulation. Das hängt ja davon ab, wie sich mein Beruhigungssystem eben als Antagonist zu Stresssystem, Kräfte können nur so wirken, wenn auch etwas entgegenwirkt, sich entwickelt haben. Demfolge, wenn unser Stresssystem gleich schon während unserer Entwicklung ja, Schaden erlitten hat, dann gehen auch alle anderen Systeme, also Nervensysteme, leider mit einem Schaden davon. Bei gewöhnlichen posttraumatischer Belastungsstörung sind die Symptome recht ähnlich. Aber diese Erkrankung kann erst später entstehen. Das heißt, dass PTBS-Erkrankung entsteht erst nachdem unsere Psyche, unsere kognitive Fähigkeiten und unser, ja, auch eben mechanische, also das alles Physiologie, auch Muskelbewegung zum Beispiel auch betrifft, entwickelt haben. Dementsprechend sind die Schäden normalerweise nicht so schwerwiegend. Demzufolge heißt es auch, dass ich, wenn ich zum Beispiel am Arbeitsplatz, dort kann ich nämlich auch am PTBS erkranken, gibt es die neuesten Studien, wenn ich dort zum Beispiel am PTBS erkranke, dann ist eine Behandlung jetzt im Erwachsenenalter wesentlich effektiver und effizienter, als wenn ich in der Kindheit oder im Jugendalter Traumata erlitten habe. Und leider sieht es auch so aus, je früher wir unser Traumata erlitten haben, umso weniger ist leider die Veränderbarkeit von diesen Symptomen. Das ist, was wir ja erkennen, verstehen und dann auch annehmen müssen. Das ist zum Teil eine recht große Aufgabe, aber das geht. Und sobald wir verstehen, wie das alles funktioniert, dann begreifen wir auch, was alles möglich ist, noch zu verändern oder damit besser umzugehen. Und das dient auf jeden Fall unserer Heilung. Ein zweiter Irrtum, was recht verbreitet ist, ist, dass, wenn man so ein Traumata erlebt hat oder gerade auch in der Kindheit misshandelt war, dann bleibt das für immer und dass man daraus eigentlich nichts an Wachstum irgendwie schöpfen kann. Und ich denke, dass auch das mit unter anderem der Grund dafür ist, dass sehr, sehr viele Menschen, eben Personen, die ja in der Kindheit Misshandlung erlebt haben, eigentlich verbrannt machen und auch ein Stempel sozusagen als Tabuthema irgendwie verbucht wird und man gehört sozusagen zu den, zu den Psychos, zu den Beschädigten. Das ist leider sehr traurig, zumal können wir ja nicht dafür. Also die Menschen, die Misshandlung erlebt haben in der Kindheit, die wollten das definitiv nicht. Und in der Kindheit, wenn du abhängig von Bezugspersonen bist, kannst du leider auch noch nicht handeln und du bist machtlos und ausgeliefert. Ja, dieser Irrtum ist für uns Traumatisierten aber eine Riesenchance. Warum? Weil es gibt tatsächlich auch Studien schon darüber oder wurde auch festgehalten und analysiert, dass bisher keinem Menschen, der entweder Misshandlung in der frühen Kindheit oder auch später im Erwachsenenalter Traumata erlebt hatte und zum Beispiel beim Verlust eines sehr geliebten Menschen
dann gesagt hätte, ja, das war aber ein Glück des Schicksals oder das war wirklich gut für mich oder hat mir gut getan oder ja, da habe ich was daraus gelernt. Sondern Traumata erleben wir eigentlich immer als was wahnsinnig schreckliches Ding. Und natürlich hat es ja ganz viel Leid auch verursacht und uns um Leid beschert. Aber wenn wir das aus einer anderen Perspektive betrachten, dann ist es eine Riesenchance. Wenn wir erkennen, welche Stärken wir durch diese Traumata entwickelt haben, wir haben uns nämlich eine ganze Reihe an Stärken entwickelt, dann wird es uns auch klar, dass wir tatsächlich ungewollt zwar, aber für gewisse, ja, Kenntnisse und vielleicht auch eben emotionale Fertigkeiten oder ja, Ausprägung von gewissen Einfühlsamkeit oder auch dieses Stehaufmännchen, ja, dass ich zum Beispiel nie aufgebe. Wenn ich aber für mich erkenne, dass durch diese Traumata ganz einmalige Stärken und einmalige Eigenschaften und Charakterzüge erlernt habe und mir angeeignet habe, die ich ansonsten nie aneignen können hätte. Und dass ich durch diese Stärken zum Beispiel gewisse Berufe besser bedienen kann oder dadurch sogar mein Leben reicher wird, dann kann ich von einem posttraumatischen Wachstum sprechen und ich kann tatsächlich diese Erlebnisse natürlich nicht vergessen oder irgendwie streichen, weil die werden nie weggehen. Aber ich kann die Bedeutung, die Gewichtung und auch die Sinnhaftigkeit von diesen Geschehnissen in das Positive drehen. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen, das zu tun und dass du dir zunächst mal deine Stärken sammelst und wenn Lust hast, auch eben eine Liste machst. Der dritte Irrtum, beziehungsweise war das eher ein Irrweg der Psychologieforschung selbst. Und zwar bis vor kurzem, hat sich diese Wissenschaft darauf fokussiert, wie man Betroffenen helfen kann. Das heißt, dass sie weniger das berücksichtigt haben, wie sich diese Erkrankung entwickelt hat. Und dementsprechend haben sie nicht ausreichend berücksichtigt, welche Auswirkungen die Ursachen für die Erkrankung bewirkt haben. Was bedeutet das? Das heißt, dass alle Therapiemethoden und auch ja, Forschungsziele letztes Endes immer das Gesundwerden und die Heilung zum Fokus hatten. Es ist ja nicht verkehrt. Sie wollten ja eben den Betroffenen ja helfen. Aber die haben dabei nicht berücksichtigt, wie diese Ursachen auf das Gehirn während der Entstehung eingewirkt haben. Was heißt denn das? Das heißt, dass zum Beispiel, wenn ein Kollege von dir ständig Choleriker ist oder zum Beispiel ein anderer nie Empathie zeigen kann, dann heißt es, dass diese Personen diese Fertigkeiten auf emotionaler Ebene, und dann leuchtet dir sicherlich ein mit Emotionsregulation, der Begriff, das nie erlernen konnten, durften. Und entweder in ihrem Alter 3, 4, ich glaube mit 3, 4, dass zum Beispiel Empathie sich entwickelt, aber sie hatten nicht die Möglichkeit und auch kein Vorbild, diese Fähigkeit, sich auf ein anderer einzufühlen, erlernen können. Das bedeutet, dass unser Gehirn und damit auch verschiedene Fähigkeiten von uns natürlich Schaden erlitten haben. Die Forscher und auch die Therapeuten letztes Endes
viel zu wenig berücksichtigt haben, welche Veränderbarkeit letztes Endes von diesen Symptomen besteht. Viele unserer Symptome wurden letztes Endes entwicklungsgeschichtlich nicht betrachtet und der Fokus lag. Ein weiterer Missverständnis war, dass man gedacht hat, dass resilientere Menschen zum Beispiel eben diese Traumata viel besser verkraften können. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass ein starker Widerstandskraft, also eine gute Resilienz, eher behinderlich ist. Und dass es schon möglich sei, ein posttraumatisches Wachstum, dann positive Veränderungen zu erleben, aber dass es nicht die Voraussetzung ist, beziehungsweise dass Resilienz die Folge von diesen positiven Veränderungen sei. Und ich hoffe, dass dir die heutige Folge auch gefallen hat und setze bitte die Glocke. Und ich kann euch sehr bald über einen wunderbaren Workshop berichten, welchen ich eben organisiere. Und bis hin wünsche ich dir alles Liebe und schöne Grüße, Gabriela.